Bei den Scheppach-Schleifmaschinen haben wir die Drehrichtung verändert, sodass sich die montierten Scheiben nach hinten, also vom Körper weg, bewegen. Diese veränderte Drehrichtung ist vonnöten, damit Sie Ihre Schnitzwerkzeuge sicher auf der Schwabbelscheibe abziehen können. Würden sich hier die Scheiben nach vorne, also zum Körper, bewegen, wäre es unvermeidbar, dass sich die Schneide Ihrer Werkzeuge in der Polierscheibe verfängt. Bei unserer Hobbyausführung ist bereits ein Standard-Korundschleifstein mit einer 60er Körnung montiert. Exklusiv nur bei uns können Sie als Erweiterung die Maschine auch gleich mit einer feineren 80er Kornscheibe oder alternativ gleich mit einer elastischen Feinschleifscheibe bestellen. Unsere Profi-Ausführung besteht aus zwei Maschinen. Auf Maschine 1 ist bereits unsere extra poröse 46er Kornscheibe sowie die feinere 80er Kornscheibe montiert. Da bei festen Steinen die Laufrichtung kaum eine Rolle spielt, wurde hier die Drehrichtung der Maschine auch nicht verändert. Diese entspricht sozusagen der handelsüblichen Scheppachmaschine. Bei Maschine 2 hingegen wurde die Drehrichtung verändert, da sich hier die elastische Feinschleifscheibe sowie unsere Schwabbelscheibe befindet. Da es sich hier um eine sogenannte Trockenschleifmethode handelt, werden Ihre Schnitzeisen beim Schärfen mit dem Korundstein leider erhitzt. Um den Stahl vor Überhitzung zu schützen, sollten Sie das Eisen während des Schärfens gelegentlich kühlen. Hier hat sich der Schleifmaschinenhersteller Gedanken gemacht und gleich eine passende Kühlwasserschale mit integriert. Hier können Sie Ihr Werkzeug gelegentlich hineintauchen. Für beste Sicht beim Schleifen ist eine Vergrößerungslinse vorhanden. Zugleich sorgt eine bewegliche Beleuchtung für komfortables Arbeiten. Da sich Korundsteine mit der Zeit ungleichmäßig abnutzen können, sollte die Steinoberfläche gelegentlich von Rillen und Unebenheiten befreit werden. Hierzu liefert Scheppach gleich einen passenden Abrichter mit. Dieser wird während des laufenden Betriebs auf die Steinscheibe gedrückt. Benutzen Sie hierbei und generell beim Schärfen immer eine Schutzbrille. Um den Abrichter immer griffbereit zu haben, befindet sich auf der Oberseite der Maschine eine passende Halterung.